Mission Undercover. 5 Jahre später untersuchen sie gemeinsam mit der CIA die plötzliche Funkstille aus der CSA-Geheimstation in der Quarantänezone von Singapur, die nach dem Desaster eingerichtet wurde, das 300.000 Menschen das Leben gekostet hat. Los geht's. Spiel starten. Durch den vermehrten Einsatz von Drohnen und Kampfrobotern muss man immer weniger auf menschliche Infanterie zurückgreifen. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten. Das WA leugnet, Truppen in die Region geschickt zu haben und beharrt auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung dieser Pattsituation. Wir stimmen uns mit unseren Verbündeten ab, um an allen erforderlichen Stellen taktische Hilfestellung zu leisten. Wie lange machen wir das jetzt, Hendrix? 5 Jahre, grob geschätzt. Könnte hinkommen. Denkst du je an das nächste Ziel? Nope. Du kennst mich. Ich lass mich bloß treiben. So, dann werden wir da mal hinrennen. Wo sind wir nochmal? Singapur. Einer meiner Lieblingsorte. Abgesehen von denen, die ich tatsächlich mag. Wir haben einen Termin mit unserem neuen Verbindungsoffizier. In der Quarantänezone. Ach ja. Ja, das ist eine CIA-Operation. Das ist ihr Unterschlupf. Dann wollen wir mal. Gut, dass du dir gemerkt hast. Hoffentlich erinnerst du dich auch, was ich davon halte, wenn die CIA jede unserer Bewegungen überwacht. Eine CIA-Geheimstation reagiert nicht. Sie wurde nach dem Singapur-Desaster eingesetzt und sollte die Operationen vor Ort überwachen. Seit die Mauer hochgezogen wurde und die Behörden nicht mehr evakuieren, wird der Ort so ziemlich vom dortigen Verbrechersyndikat regiert. 54 Immortals. Also, was hast du von der CIA? Das Datenpaket erzählt die ganze traurige Geschichte. Eine Explosion in der alten Coalescence-Anlage forderte 300.000 Opfer. Evakuierung und Wiederaufbau wurden nach den Superstürmen abgebrochen. Also, was ist hier so wichtig, dass die CIA ausgerechnet uns hinschickt? Die Immortals haben Verbindungen zur CDP und ihren Verbündeten. Meist Waffen- und Technikschmuggel. Oh Mann, ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das schmeckt. Nach dem ganzen Scheiß Fertigfraß schmeckt das nur himmlisch. Du könntest dir doch einen neuen Mod holen, der alles gut schmecken lässt. Lieber nicht. Denn dann würde ich keinen echten Genuss mehr kennen. Keine halben Sachen, was? Okay, weiter fliegen wir nicht. Okay, dann auf ans Werk! In diesem gesetzlosen Sumpf können wir richtig gehend froh sein über unser ach so wichtiges Mandat. Wenn der mit voller Kraft hier ankommt, haben wir es mit einem waschechten Orkan zu tun. Hier, nimm. Nicht, dass du noch weggeweht wirst. Kane! Wir stören die Kommunikationssysteme der 54 lange Rede, kurzer Sinn hier. Los geht's, Alter. Ihr müsst leider unterwegs einen kleinen Zwischenstopp machen. Die Immortals sind schon in der Geheimstation. Sie machen eine Ladung an den Docks-Transport fertig. Wieso greifen die Immortals ein Elendsviertel an? Da muss was sein, das sie haben. Wenn sensible Daten in die Hände der CDP fallen, könnte das dem Winslow-Abkommen immens schaden. Wir warten auf Informationen über einen Drohnenangriff. Aber ihr müsst rein und sie abfangen. Wir müssen sicher gehen. Verstanden. Sind auf dem Weg. So, dann würde ich mal sagen. Voraus. Bleib unten. Die Action beginnt.
Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch. Sie verkaufen Menschen für jeden erdenklichen Zweck. Deshalb der Angriff auf das Elendsviertel. Was legen Sie ihm um den Hals? Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen. Hendrix, das ist nicht unsere Mission. Hier können wir nichts tun. Endlich, Alter, jetzt geht's hier los, ey, geil. Ich geh mal Regie aufhören, ein scheiß Drecksloch hier. Brennen meine Wunderkerze, Alter. Das ist die Sau. Flammenwerfer, ich hab einen Raketenwerfer, aber egal. Boah, ja, geil. Der ist hier hartnäckig, Mann. Oh, diese scheiß Granaten, Mann. Wo ist denn der Penner? Oh, das war's. Muni, Muni, hier. Oh, nimm doch die Muni, Mann. Sehr schön. Ach, da oben ist die Ratte, ey. Oh. Arme so. Ja. Boah, Alter, ist hier windig, Alter. Verziehe gleich den Bolzentreiber und halt dich gut fest. Sag mal die Fresse, Alter. Ich weiß, was ich mache. Mann. Zack, ey. Festhalten! Ich spiele sowas hier nicht zum ersten Mal, ey. Mann. Ich warte noch ein bisschen. Oh, da. Oh. Nee, Mann. Scheiß Wind. Grünes Licht für den Drohnenangriff. Aktiv. Boah, was war denn das im Boot? Oh ja, rennen wir mal rein. Die Wellen sind ein Problem. Halt den Bolzentreiber bereit. Naja, richtig stark, Mann. Mensch. Die Wellen kommen. Benutzt den Bolzentreiber. Ja, ich wüsste doch langsam, Mann. Das ist schlimm mit denen, ey. Die wird alles voll sein, wa? Ja? Oh, sag ich ja. Sehr schön. Da ist nachladen. Alter, bist du. Mann. Boah. Das war ein bisschen zu dicht. Schön.
Ja, ja. Spinner. Mann, hör doch auf zu schießen. Verdammt nochmal. Oh. Der Sturm wird schlimmer. Das Operationsgebiet ist bald nicht mehr passierbar. Wunderbar. Weiter hier, weiter, weiter, weiter. Sehr schön. Granate, juckt den ja nicht. Die Sicht verschlechtert sich. Aktiviere den Taktikmodus, damit sie mich nicht überraschen können. Seid ihr. Seid. Oh, du dumme Sau. Deine Sau. Voll Haus hier, Mann. Mann, Mann, Mann. Was hattest du gedacht, ey? Deine Sau. Was jetzt? Du musst dich verbinden. Ich benutze dein DNI zum Extrahieren und Löschen der Daten. So was geht? Dein DNI nutzt unsere zentrale Datenbank. Alles wird erfasst und verfolgt. Ja, hacken, hacken. So. Erledigt. Dateien gesichert und zensiert. Der Sturm wird schlimmer. Der Tanker scheint sich vom Wellenbrecher zu lösen. Verstanden. Danke, Kane. Ich nehme das obere Deck, du das untere. Bereit? War ja klar. Boah, sehr schön. Yeah. Oh. Ah, boah. Ach du Scheiße, weg hier. Shit, Alter. Einfach durch. Boah, ist klar, ey. So, zack. Alter, Scheiße, ey. Heftig. Sehen wir uns jedenfalls in der nächsten Runde. Haut da rein.